Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge zum Thema Conan Battle Pass. Heute haben wir wieder eine besondere Herausforderung und zwar ist das eine legendäre Herausforderung für 150 XP, ein Machtfragment nutzen. Ja, Machtfragmente findet ihr prinzipiell überall in der Welt von Isle of Scepter. Es kann sein, dass es mal zufällig bei einem Sklaven bzw. einem Kämpfer dabei ist oder dass ihr das irgendwo in Truhen findet. Wo ihr das aber auf jeden Fall findet, ist in der verlorenen Stadt. Hier Ruinen von Schuttel oder wie es ausgesprochen wird. Das ist ja C bis D auf 10. Und wenn wir jetzt hier den Boss haben, den dann einmal umklatschen. Und dann schauen wir mal rein. Also normalerweise ist es so, dass ihr bei diesen Bossen schon das Ganze öffnen könnt und ihr euch dann das Machtfragment holen könnt. Manchmal ist es aber auch so, dass die kein Machtfragment dabei haben. Dann müsst ihr das Ganze halt mit der Spitzhacke oder mit der Axt abbauen und dementsprechend könnt ihr das Machtfragment erhalten. Ja, was ihr nun für die Quest machen müsst, ist nichts anderes als auf das Machtfragment draufdrücken und es zu benutzen. Dadurch erhaltet ihr Talentpunkte und nebenbei bemerkt, ihr könnt das Ganze übrigens erst mit Level 100, nicht 100, mit Level 60 machen, also mit Max-Level. Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video geholfen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.